Hallo und herzlich willkommen zurück, Let's Play Risen 3. Ja, nach unserem letzten Part, wo wir wirklich ziemlich viele Kreaturen umgelegt haben, haben wir jetzt noch die Aufgabe, Osarion mit seinem Gold zu versorgen. Ich habe gerade gelesen, was es hier gibt. Eine Liane klettern wir hier hoch. Hüstel, hüstel. So, und es geht jetzt auch direkt weiter, denn auf diesem Berg hier soll sich wohl ein Vogel befinden. Und ja, dieser Vogel hat Osarion das Gold geklaut. Und wir sollten eigentlich jetzt bald auf ihn treffen. Schade, dass es da keine Kletteranimationen gibt, aber man kann ja nicht alles haben. So, mittlerweile sind wir schon ziemlich hoch. Oh, wen haben wir denn hier? Wer bist du? Hawky. Hier oben ist gar kein Vogel. Hey, du Sack, verzieh dich von hier. Ich bin der Herrscher über das Wolkenreich. Und deine Anwesenheit gefällt mir nicht. Gar nicht. Wolkenreich, was faselst du da? Du kommst zu mir, also stelle ich auch die Fragen. Genau drei an der Zahl werde ich dir stellen. Beantwortest du keine davon richtig, ist es aus mit dir. Also was haben eine Schiffsglocke und ein Vogel gemeinsam? Man kann beide schlagen? Man kann... Was? Schlägst du etwa Vögel? Nein, aber... Ha, ich wusste es. Du weißt es nicht. Aber glaube ja nicht, dass ich dich mit einer Frage davonkommen lasse. Sag mir, wie viele Federn muss ein Vogel lassen, wenn die Sonne scheint? Ah ja, genau 42. 42 ist die Antwort auf alles. Genau 42. Du hast verloren. Du hattest deine Chance. Mach dich bereit, deinem Schöpfer gegenüber zu... Moment, wolltest du mir nicht drei Fragen stellen? Ach, verdammt, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dann stell eben deine dämlichen Fragen oder weswegen du hierher gekommen bist. Okay. Was machst du an so einem Ort? Naja, ich sauf mir einen und warte ab. Und worauf wartest du? Na, auf den richtigen Zeitpunkt, um vom Felsen zu springen, um mir meine Beute zu krallen. Aber sonst ist alles okay mit dir? Denkst du, ich erzähle nur Mist? Vor dir steht der gerissenste Raubvogel aller Zeiten. Und glaub ja nicht, dass ich dir verrate, wo sich mein Nest befindet. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Bist du ein Pirat oder sowas? Ich war mal einer, zumindest bis unser Piratennest abgebrannt ist. Alles, was ich von dort retten konnte, war eine Kiste voller Voodoo-Puppen. Ist ein echter Schatz gewesen, Mann. Mit dem Zeug kannst du dich in einen Papagei verwandeln und durch die Luft kreisen, wie es dir passt. Seitdem bin ich der selbsternannte Herr der Lüfte. Bist du der Kerl, der Osorio beklaut hat? Meinst du den fetten Koch von der Plantage? Den habe ich tatsächlich um ein paar Goldstücke erleichtert. Hat sicher eine ziemliche Fresse gezogen, als ich seinen Goldbeutel in meinen Krallen hatte. Aber wenn du vorhast, mir meine Beute abzujagen, wird daraus nichts werden. Die habe ich in meinem Nest so raffiniert versteckt, dass niemand sie finden kann. Das werden wir ja sehen. Solange dir keine Flügel wachsen, wirst du sie nie in die Finger kriegen. Aha, okay. Falls ich das richtig verstanden habe, ist dieser Typ... ein Vogel. Ja, lassen wir das so stehen? Ich denke schon. So, wir sollen erstmal irgendetwas finden. Ja, wahrscheinlich ist es schon genau das hier. Ich brauche einen Dietrich. Okay, den haben wir nicht. So, ich lege jetzt eigentlich nicht so Wert darauf, hier runter zu fallen. Uah. So, tja. Irgendwo hat er das versteckt. Aber mir fällt auch gerade was ein. Haben wir nicht was in unserem Inventar? Was ist denn ein Vogel? Ja, so Papageienflug. Gut, ich bleib hier. Ah, als Papagei kannst du deine unbegrenzte Zeit gleiten. Du kannst Energie einsetzen, um zu steigen. Sobald deine Energie verbraucht ist, kannst du nur noch gleiten.
Okay, hier liegt schon mal nix. Also, er hat irgendwo hier hat er irgendwas versteckt. Wo wäre das? Segeln wir gerade zurück zum Wachturm. Wow. Hoppla. Oh, ihr backt's gerade ein wenig, so. Oh, das könnte wehtun. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut, das war ein bisschen unüberlegt. Na, so. So, jetzt befinden wir uns wieder hier oben. Wir schauen nochmal in unser Questlog. Vielleicht steht da ja auch was Genaueres drin, wo wir denn hinflattern müssen. Ah. Okay. Krall dir deine Beute. Mehr ist nicht wichtig im Leben. Das Kreuz sagt uns scheinbar, was wir tun sollen. Tja, nur ist interessant, wir kommen ja nicht an Ich brauche die einen Dietrich. Truhe. Ach, Moment mal, das war er doch sogar schon. Hier, so, da ist der Goldbeutel. Eieiei. Habe ich mir doch unnötig Stress gemacht. Okay, aber wir können uns trotzdem diesen Papageiflug nehmen und können wieder in das Gebiet rüber flattern. Dann sind wir ein bisschen schneller da. Hoppla, so. Gut, ich bleib hier. Sonst müssten wir nämlich hier alles einzeln nochmal überqueren. Ist aber eigentlich ganz nett, diese Möglichkeit, dass man hier mit einem Papagei rumfliegen kann. Noch mehr Schattenviecher. So, und ich glaube, hier sind wir richtig. So, einen kleinen Augenblick warten, bis wir runtersegeln, sonst verliere ich gleich wieder alles an HP, was ich hatte. Wir sehen auch ziemlich lustig aus. Hep, wunderbar. Ich habe deinen Goldbeutel gefunden. Was? Und ich dachte, ich sehe das Ding nie wieder. Hoffentlich musste dieser Vogel dafür ordentlich federn lassen. Naja, mehr oder weniger. Ist doch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe ihn zurück. Und meine Belohnung? Ja, hast sie dir verdient. 200 Gold. Ich bin noch. Was kannst du mir verk. Sieh dich einfach. So, was können wir denn jetzt mittlerweile mal kaufen? Der hat doch bestimmt noch ein bisschen Proviant, oder? Nein, hat er nicht. Schade. Gut, wir haben ihn auf jeden Fall zufriedengestellt. Passt also. Jetzt heißt es zurück zu Sebastiano und ihm berichten, was jetzt mit seinen Deserteurenphase ist. Und vielleicht kriegen wir jetzt auch langsam dann mal raus, was eigentlich mit ihm und De Fuego vorgefallen ist. Oder eher gesagt zwischen den beiden. Wir haben ja schon erfahren, dass die beiden zusammen das Lager verlassen haben, aber nur Sebastiano kam zurück. Besser, du fasst hier nichts. Da wäre noch was. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Zeigt bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Da wäre noch was.
Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine extra Belohnung. Ja, das sieht doch gut aus. Nützlich. Ja, ja. Ich muss mich um die Truppe. Okay. So, das hätten wir also erfolgreich abgeschlossen. Ja, es ist jetzt immer noch offen, was eigentlich los ist mit Sebastiano und De Fuego. Da gucken wir einfach mal in unser Logbuch. So, wir sind nach Richtung Osten gegangen. Neuigkeiten aus Puerto Sagarico. Das möchte Jack wissen. Und natürlich haben wir noch... Was ist das denn? Legendäre Gegenstände. Ah ja, okay. Ich sollte mich auf den Dächern von Puerto Sagarico auf Tagarico mal nach der Zielscheibe umsehen. Eine Zielscheibe auf den Dächern. Okay, wir können ja einfach uns mal umgucken. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was uns hilft. Aber unser Glück ist es wahrscheinlich ganz da oben. Das auch gerade nur durch Zufall entdeckt. Oh Mann, hier glitschen wir ja ganz schön runter. Sehen wir von hier aus was? Seht ihr eine Zielscheibe? Ich sehe aktuell noch keine. Er hat uns auch nichts weiter zu erzählen. Mach hier keine Dummheit. Okay. So, wir gehen mal weiter. Wir haben auch immer noch den Auftrag, Jack davon zu berichten, was hier eigentlich so los ist. Hier müsste eigentlich noch der gute Tod drin liegen, tut er aber nicht. So, laufen wir mal rüber. Bones hat sich scheinbar uns auch wieder angeschlossen, allerdings hat er es noch nicht so ganz hierher geschafft. Du vielleicht uns noch mal irgendwas Interessantes zu sagen? Hat da nicht. Er hält die Stellung. So, Severin. Den haben wir uns auch gekümmert. Und da hinten sehen wir schon wieder den Leuchtturm. Wie ich das ja auch eben gehört habe, sind die alle wohl nach Osten gelaufen. Wir können uns ja auch gleich mal versuchen, hier zu diesem Strand durchzukämpfen. Wenn es denn möglich ist, dass wir uns da schon hinbegeben können. Aber ich bin mal gespannt, was Jack so berichtet. Wenn er uns denn überhaupt schon was zu sagen hat. Ich bin in Puerto Sagarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Zeig mir deine Ware. Auf jeden Fall ein netter Tipp von ihm. Ein Diebesamulett. Ja, können wir jetzt noch nicht so viel mitmachen. Stichwaffen. Ja, den Ring, ich glaube, ich lasse es mal bleiben. Ich nehme lieber hier das Zeug, was wir hier so brauchen. Wir haben schon 60 Kugeln verballert.
Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Hier haben wir eine Flinte. Die behalten wir einfach mal. Es könnte ja sein, dass wir sie später nochmal einsetzen können. So, wir haben auch nicht wirklich was von Wert jetzt in unseren Taschen. Bisschen Kleinkram. So, schauen wir mal, ob wir in den Osten der Insel vorstoßen können. Ich glaube allerdings, da werden wir noch nicht so viel Glück haben. Ja, vielleicht haben die beiden die Idee, was los ist. Ja, der schon mal absolut gar nicht. Und der auch nicht. Ah ja, wir können auf jeden Fall da hinüberschwimmen. Dann können wir auch gleich den Schatz ausbuddeln, den wir da gesehen haben. Ganz am Anfang haben wir nämlich auf der Karte eine Markierung gesetzt. In der Nähe des Turms ist wohl ein Schatz vergraben. Wir werden aber jetzt wahrscheinlich hier auf allerhand böses Getier stoßen. Oh Mann, jetzt haben wir hier gleich zwei böse Viecher. Eieiei, die hauen aber beide zu. Jetzt fehlt uns Bones hier doch. Und da kommt noch ein anderes Vieh. Gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen alleine. Vor allen Dingen, da wir ja hier in einer Tour auch daneben hauen, wie ich das gerade feststelle. Wir werden mit Gift besprüht und was nicht alles. Wir ziehen uns mal hier ins Wasser zurück. Okay. Tja, ich würde vorschlagen, das lassen wir doch. Wir sollten erst wieder Bones einsammeln. Bin ich mal gespannt, ob ich den irgendwie wieder in meine Nähe bekomme. Der Trottel steht bestimmt immer noch oben bei diesem Hawk-I rum oder wie auch immer er hieß. Ja, ich werde den guten Mann jetzt abholen und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder und dann hören wir uns mal weiter um, was denn eigentlich hier in Puerto Sacarico vor sich gegangen ist. Schaltet wieder ein, es geht spannend weiter. Bis dann.